was bisher geschah. Du tötest Eugen und keulst die Yu-Gi-Oh! Wann hat alles begonnen? Ich kann mich langsam wieder erinnern. Ich habe mich damals duelliert. Gegen wen, weiß ich nicht mehr. Keulst die Yu-Gi-Oh! Ist tot. Lass uns treffen. Ich spiele dein Spiel nicht mehr mit. Was gibt es? So, ich habe deine Auflagen erfüllt. Ich habe Colts die Yu-Gi-Oh! Getötet. Das stimmt. Gib zu, es hat dir gefallen. Nein, sowas würde mir niemals Spaß machen. Was willst du jetzt, Ich habe damals verloren, aber dieses Mal werde ich dich besiegen. Na gut, als Gegenleistung, dass du die beiden getötet hast, kriegst du ein Rückspiel. Nein, dieses Mal ein Match. Denkst du, das wird etwas ändern? Ich weiß, ich kann nicht schlagen. Du willst mich doch aufhalten, oder? Dann setzen wir jetzt alles auf eine Karte. Was meinst du? Wenn ich gewinne, bleibst du auf meiner Seite und arbeitest weiter für mich. Was? Du glaubst doch eh, dass du gewinnst. Also, hier kommt der Deal. Wenn ich gewinne, bleibst du für immer mein Diener. Und dafür lasse ich dich an Leben. Und was, wenn ich gewinne? Wenn du gewinnst, dann höre ich mit allem auf und verlasse die Liga. Nein, das reicht mir nicht. Du hast mich zum Mörder gemacht. Wenn ich gewinne, dann bringe ich dich um. Ich kann also nur gewinnen. Entweder bleibst du mein Diener oder deine Mordlust wird größer. Aber du hast sowieso keine Chance. Das werden wir sehen. Letztes Mal hast du mich überrascht. Dieses Mal bin ich vorbereitet. Okay, ich nehme deinen Deal an. Jetzt habe ich dich. Wenn du das denkst, dann lass uns dein Schicksal besiegeln. Duell! Du hast es so gewollt. Ich fange an. Ich fange an mit meiner Zodiac-Kombo. Hast du dagegen was? Ich lass dich machen. Ein Fehler. Ich gehe mit +4 aus meinem Zug. Du bist dran. Denk dran, es steht genug auf dem Spiel. Meinst du, das weiß ich nicht? Ich ziehe. Nicht nur du spielst mit Zodiac. Ich beschwöre, Zodiac Rapier. Das erlaube ich dir nicht. Ich setze 3 Karten. Du bist dran. Mal sehen, ob du mich aufhalten kannst. Ich beschwöre als erstes Zodiac Rassenklinge. Auf deine Normalbeschwörung aktiviere ich reißende Attribut und zerstöre so alle Monster auf dem Spielfeld. Nicht schlecht. Aber der Effekt meines Monsters geht durch. Jetzt ziehe ich durch Combination eine weitere Karte und aktiviere Speerfeuer. Nun beschwöre ich ein Zodiac-Monster im Angriffsmodus. Jetzt, wo du deinen Schaden genommen hast, gehe ich in mein Exil. Nein, das glaube ich nicht. Dann zeig mal. Ich beschwöre nun ebenfalls eine Zodiac-Schweifpeitsche und greife dich erstmal direkt an. Jetzt speziell beschwöre ich Zodiac-Tigermörser und aktiviere ihren Effekt. Denkst du, du kommst damit durch? Ich aktiviere Ghost Ogre. Nicht schlecht, dann muss ich wohl abgeben. Schöner Draw. Ich beschwöre Terrorkreise und gehe so dann in Invoker. Nein, das glaube ich nicht. Ernste Warnung. Und das war. Ich zeig dir die volle Kraft meines Decks. Sieh zu, wie ich deinen Untergang aufbaue. Mehr und viel mehr. Ich vernichte dich. Los, meine Monster, Attacke. Das ist zu viel. Na gut. Du hast vielleicht das erste Spiel gewonnen, aber wir machen ja ein Match. Ich fange an. Ich aktiviere Tanky und suche mir Zodiac Rapier. Das wollte ich doch. Ich aktiviere den Effekt meiner Karte. Jetzt darfst du nichts mehr suchen. Nicht schlecht. Aber das hält mich nur in Maßen auf. Ich gehe noch in meine Xyz und dann gebe ich ab. Ich beschwöre Terrorkreise und gehe wieder in den Invoker. Das wusste ich. Ich aktiviere den Effekt von Zodiac Drachzack und zerstöre deinen Beschwörer. Was willst du jetzt tun? Ich beschwöre Zodiac Ratte und gehe in meine Zodiac-Kombo. Jetzt zerstöre ich dein Monster und das andere hole ich mir so. Los, mein Zodiac, Attacke! So, 2 Karten verdeckt für später und du bist dran. Nicht schlecht, aber nicht gut genug. Ich aktiviere zuerst Luna Licht Schwarze Schaf und suche mir Fusionsersatz und aktiviere dann Raigeki. Nein, nicht diese Karte. Das war's mit deiner Armee. Ich aktiviere Instant Fusion. Darauf aktiviere ich Combination und ziehe eine Karte. Ich beschwöre als Fusionsbeschwörung ältestes Wesen Norn, aktiviere seinen Effekt und spezialbeschwöre meine Zodiac Rapier aus dem Friedhof. Ich mit beiden in Exilbeschwörung für Zodiac Breitbole und nutze seinen Effekt. Das lasse ich nicht zu. Da muss ich wohl meinen Zug beenden. Eine Karte verdeckt und du bist dran. Ich ziehe. Ich suche mir durch Tanky ein Monster. Los, Attacke, zerstöre sein Monster. Dann mache ich jetzt weiter plus, um deinen Untergang näher zu kommen. Meinst du, du kannst tun und lassen, was du willst? Ich aktiviere den Effekt von Geisteroger und Schneehase. Verdammt, du machst es mir nicht leicht. Aber das wird nicht reichen. Du bist dran. Ich aktiviere die Zauberkarte Sirengesang und sage Geschwindigkeitsfreude Terrorkreise. Ich spezialbeschwöre ihn sofort, genauso wie mein Taketumborg, und mache mit dem bei einer Nixis-Beschwörung für MX-Säbel Beschwörer. Effekt. Nein, das verbiete ich dir. Na gut, dann zeig mal. Ich ziehe. Ich aktiviere jetzt meine Fallenkarte Dimensionsbarriere. Die wird dich aufhalten. In der Tat. Ich setze eine Karte und du bist dran. Ich aktiviere den Effekt meines Beschwörers und beschwöre Zodiac Schweifpeitsche von meinem Deck. Dann Xyz beschwöre ich einen Zodiac Hammerkong. Angriff. Durch den Effekt von Schweifpeitsche kann mein Hammerkong nun dein Monster aus dem Spiel entfernen. Diesen Effekt negiere ich dir. Aha! Ich setze eine Karte für später und dann bist du dran.
Ich beschwöre jetzt meine Peitsche und gehe in mein Exil. Nachdem ich ein Monster aus dem Friedhof gerufen habe, gehe ich in meinen Zodiac-Drachzack. Erste Warnung. Und jetzt kommst du an meinem Monster nicht mehr vorbei. Du hast recht. Deshalb bist du jetzt mal dran. Attacke, Beschwörer. Zerstör seine Schweifpeitsche. Dann noch eine Karte verdeckt und da bist du dran. Ich setze ein Monster. Mehr nicht? Ich bin dran. Du vergisst, dass du über mein Monster nicht drüber wegkommst. Das stimmt. Aber irgendwann werde ich es. Glaube ich nicht. Denn jetzt zerstöre ich dein Monster und greife dich direkt an. Ha. Darauf habe ich gewartet. Dein Monster ist jetzt im Angriffsmodus schutzlos. In meinem Zug rufe ich so der krasse Klinge und zerstöre dein Monster. Am Ende gehe ich noch für einen Drachzack, dann bist du dran. Schön und gut, aber nicht nur du hast eine Rassenklinge. Die werde ich gleich zerstören. Das glaube ich nicht. Dann zerstöre ich ihm alle Monster auf dem Spielfeld. Kein schlechter Zug, du bist dran. Ich spezialbeschwöre meinen Terrorkreis und greife dich direkt an. Naja, viel ist das nicht. Ich rufe durch mein Speerfeuer eine weitere Rassenklinge. Los, zerstöre seinen Kreisel. Zum Schluss rufe ich noch meinen Exit. Das werde ich dir gleich auch schon wieder nehmen. Aktiviere meine mächtige Fahne Dimensionsbarriere. Nun beschwöre ich eine weitere Rasseklinge. Los, Attacke! Zerstöre seinen Drachzack. Sieh es ein, diese Runde geht an mich. Du hast kaum noch Ressourcen und ich habe die Oberhand. Du vergisst da was! Was? Mich kannst du gar nicht besiegen. Ich aktiviere den Effekt meines Speerfeuers und rufe Zodiac-Peitsche aus meinem Deck. Jetzt gehe ich in die Battle Phase. Attacke, greif dein Monster an. Du vergisst, dass mein Monster stärker ist. Glaubst du das wirklich? Ich aktiviere meine Zauberkarte. Nein. Ich würde mal eher sagen, du stehst vor dem Abgrund. Das werden wir sehen. Ich aktiviere mein Speerfeuer und nutze seinen Effekt. Das weiß ich zu verhindern. Ich aktiviere Ghost Ogre. Was? Du hast noch eine in der Hand? Richtig, das war deine letzte Chance. Ich habe dich jetzt. Das war's. Du bist schutzlos. Los, mein Monster. Attacke. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Ich habe schon wieder verloren. Sei froh, dass ich dich nicht töte. Du hast schon zweimal gegen mich verloren und lebst immer noch. Ein guter Schnitt im Vergleich zu den anderen Yugi-Tubern. Übrigens, du arbeitest schlampig. Ich? Ja, seitdem du mordest. Was meinst du? Guck einfach die Nachrichten. Zu den Breaking News. Im Fall der Morde, die mit der German YouTube League zusammenhängen, gibt es erneut Hinweise. Die Polizei lässt vermuten, dass der Täter nur einer der Teilnehmer dieser Liga sein kann und schließt Außeneinwirkungen aus. Für weitere Statements war die Polizei jedoch nicht bereit. Siehst du? Verdammt, ich war doch vorsichtig. Was ist jetzt dein Plan? Was hast du vor? Was mein Plan ist, das sag ich dir doch nicht. Du verhältst dich erstmal ruhig, solange die Polizei in der JUL nach einem Täter sucht. Ich werde mich bei dir melden. Hahaha.